Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Zwei Anmerkungen, der zweite Teil, also die Mittwochsspiele, kommen beide morgen in der Zusammenfassung. Der erste FC Saarbrücken existiert auch nicht wirklich in FIFA. Ich habe die Spieler erstellt und dann zu einer Mannschaft hintransferiert, die ähnliche Trikots haben. Also ich habe Saarbrücken nicht wirklich im Spiel. Das wirkt halt einfach nur so. Ansonsten, ja, viel Spaß jetzt beim Zuschauen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's mit dem frühen Dienstagsspiel Saarbrücken gegen Düsseldorf. Der erste FC Saarbrücken schreibt jetzt schon eine wunderbare Pokalgeschichte. Nun im Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Die Fortunen sind in der Bundesliga wieder richtig gut drin und im Geschäft. Hier starteten sie stark rein. Zimmermann kommt erst nicht durch, bekommt den Ball von Stöger wieder. Die Hereingabe ist klasse. Da ist in der fünften Minute Kenan Karaman an richtiger Stelle zur richtigen Zeit. Hält die linke Innenseite hin und bringt den Ball vorbei am Keeper. Der erste FC Saarbrücken musste sich kurz sammeln und schütteln, fand dann auch die richtigen Mittel. Zeitz mit dem hohen Ball auf die rechte Außenbahn. Die Flanke in die Mitte geschlagen, Perde zu Müller. Da ist der Abschluss von Fabian Eisele und in der 21. Spielminute war das Spiel wieder komplett ausgeglichen. Kerstenmeier kommt nicht mehr schnell genug runter. Es ist wirklich gut gespielt. Und so steht es dann 1:1 nach etwas mehr als 20 Minuten. Nun wieder die Fortunen. Morales auf die rechte Außenbahn. Wieder Zimmermann mit der Flanke. Die gerät etwas zu weit. Düsseldorf bleibt aber dran. Suttner mit der Flanke. Kopfball von Ruven Hennings. Kein Problem für Batz. Es war ein bisschen mehr zu sehen vom Bundesligisten zu diesem Zeitpunkt. Aber so gut spielten sie auch wieder nicht. Jetzt nochmal eine Standardsituation, die erst geklärt wird, aber nochmal von Ayhan interessant gemacht wird. Berisha mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Stöger per Kopf. Wieder ist das Futter für Batz, der aufmerksam ist, weil Stöger auch nicht genug Druck hinter diesen Ball bekommt. So stand es nach 45 Minuten 1:1. Es war also alles offen aufgrund seines Treffers hier von Fabian Eisele. Befreiungsschlag von Saarbrücken. Dann geht es in die andere Richtung. Fröse zu Perdedei. Der hat da ziemlich viele Freiräume. Wird auch keinesfalls attackiert. Zimmermann hechelt nur hinterher aus der Ferne. Flanke ist richtig gut. Jürcher mit dem Kopfball. Steigt da gut hoch. Steht er in der Luft. Aber Kastenmeier steht genau richtig und bekommt die Hände hoch. Jetzt machten die Regionalligisten hier richtig Druck. Fröse mit der Flanke. Nächste Chance, wieder Kastenmeier. Die Führung wäre mittlerweile absolut denkbar gewesen und nicht mal unverdient. Düsseldorf konnte sich gerade glücklich schätzen, dass sie da Kastenmeier hinten drin hatten. Der holte nämlich so einiges raus. Jetzt vielleicht mal wieder was von Düsseldorf im zweiten Abschnitt. Zimmermann, der auffälligste vielleicht. Zimmermann, Abschluss von Schorch, aber entschärft. Interessante Ballmitnahme da aus der Luft, ist das nicht einfach. Der hätte zwar den Weg aufs Tor gefunden, aber Schorch passte eben auf. Jetzt wieder Saarbrücken, es war ein Hin und Her. Eisele mit der Flanke, diesmal in der vorliegenden Rolle. Wieder Jürcher. Und das war bitter, der hatte hier den zweiten richtig guten Kopfball. Und wieder wollte er partout nicht reingehen. Wir springen in die Schlussphase, knapp 10 Minuten noch auf der Uhr. Zimmermann. Aus dem Hintergrund kommt Stöger mit ins Spiel. Berisha zu Alfredo Morales. Wo ist da einer? Da ist einer, Kevin Stöger. Knapp 16 Meter, ein Schuss wie ein Strich. Dann aber etwa einen Meter am Tor vorbei. Keine 5 Minuten mehr auf der Uhr. Hennings zu Morales. Saarbrücken ging ein bisschen die Luft aus.
Wollten sich jetzt in die Verlängerung retten. Stöger mit der Flanke. Da ist Kenan Karaman. Und der schlägt wieder zu. 81 Minuten untergetaucht. Plötzlich wieder da. Doppelpack. Kenan Karaman. Das 2:1 für die Fortuna. Und das Endergebnis in einer tollen Pokalpartie, in der Saarbrücken mindestens gleichwertig, zwischendurch sogar besser war. Aber sie müssen sich geschlagen geben, weil Düsseldorf in Person von Karaman einfach effektiver war. Der FC Schalke 04 traf im Viertelfinale auf den FC Bayern München und das Ganze wollen wir uns mal anschauen. Die Bayern in der Favoritenrolle, das ist ja ganz klar, lieferten hier von Beginn an eine überzeugende Leistung. Kimmich mit dem Eckstoß, Goretzka mit dem Kopfball. In der Liga tat er seinen Ex-Spielern richtig weh, traf da beim 5:0 sogar. Hier kommt er mit dem Kopfball noch richtig zur Geltung. Nübel kann ihn abfangen. Ohne Lewandowski gestaltet sich das vorne alles etwas schwieriger. Trotzdem waren die Bayern offensiv zu jeder Zeit brandgefährlich. Thiago mal aus etwas größerer Distanz. Bekommt da nicht richtig Druck drauf, sodass Nübel den Ball sogar festhalten kann. Schalke kam hier nicht zur Entfaltung. Der FC Bayern München schnürte sie jetzt richtig ein. Gnabry, der heute in der Sturmspitze stattfand, ist hier von Thiago bedient worden. Der gibt den Ball zurück. Der Spanier läuft durch. Wird von Nastasic außer Acht gelassen. Der weist noch jemanden zu. Aber Kabak hatte sich auch zu Serge Gnabry orientiert. Für Thiago ist das dann nur noch ein Kinderspiel. Hält den linken Fuß hin und trifft zum 1:0 für den FC Bayern München. Schalke jetzt vielleicht mit einer Standardsituation mal in der Lage, etwas Gefährliches aufs Tor zu bringen. Knapp 10 Minuten bis zur Pause. Bastian Oczypka. Sieht Neuer aber im Endeffekt früh genug, dass der links vorbeigeht. Der senkt sich zwar gut, aber ist eben nicht gut platziert. Noch nicht ganz Pause und nun nochmal Schalke hinten unter Druck. Kabak verliert den Ball an Coutinho, der das erste Mal jetzt richtig im Mittelpunkt. Und diesmal hat Serge Gnabry das einfache Spiel. 2:0 in der 44. Spielminute. Gut in die Mitte gelegt von Philippe Coutinho. Und dann ist Gnabry diesmal alleine. Nübel kann wieder nur hinterher schauen. 0:2. Schmerzhaftes Ergebnis, vor allem so kurz vor dem Seitenwechsel. So stand es dann nämlich nach 45 Minuten. Der FC Schalke 04 musste sich jetzt etwas ausdenken. Nach vorne ging eben bis dato nicht wirklich viel. Thiago nun mit dem Fehlpass vielleicht mal eine Umschaltsituation. Amine Harit zu Benito Rama, der im 1 gegen 1 gegen Alaba. Legt ihn einmal rüber, legt ihn zweimal rüber. Von Neuer bleibt da kaltschnäuzig. Der Anschluss in der 62. Minute. Super, was Rama da macht. Alaba weiß nicht so ganz, wie ihm geschieht, ist aber auch eine super Einzelaktion. Neuer kommt da noch etwas raus. Ist fast mit den Fingerspitzen dran. Kann diesen platziert getroffenen Ball aber nicht mehr entschärfen. Also eine knappe halbe Stunde noch Zeit, um wieder ranzukommen. Der FC Bayern ließ sich nicht groß beirren, fand wieder besser in die Partie. Davis und Kimmich hier im Zusammenspiel. Thiago nochmal raus zu Kimmich. Wann kommt der Abschluss? Da kommt er von Thomas Müller. Der dreht sich. Da wird auch nicht lange nachgedacht, sondern nur überlegt, wie kann ich den gefährlich aufs Tor bringen? Und das war wirklich nicht gerade weit vorbei. Knapp 50 Zentimeter fehlten dort. Doch der FC Schalke 04 konnte von der Euphorie nicht mehr so richtig viel mitnehmen. Die Bayern
waren einfach zu klar, zu dominant in ihren Aktionen. Jetzt nochmal die Möglichkeit zur 3:1 Entscheidung. Sie sollte nicht fallen, aber Schalke kam einfach nicht mehr rein in diesen Abend. Schlug sich über weite Zeit gut, aber war einfach unterlegen. Verliert mit 1:2, scheidet damit aus dem Wettbewerb aus, muss sich also über die Liga für die Europa League qualifizieren. Und der FC Bayern München ist mit diesem Sieg im Halbfinale und weiterhin der haushohe Favorit auf den Titel. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser DFB-Pokal-Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Also lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten, der zweite Teil kommt morgen. Danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal und adios.